Das Salz der Erde, 10. Kapitel. Hatte Igor gemeint, dass man gleich sich nun um ihn kümmern werde und seine Sache vor eine höhere Instanz kommen würde, ach, so hatte er sich gründlich geirrt. Etwa 14 Tage vergingen, ohne dass sich irgendjemand nach ihm erkundigt hätte. Der grämliche Aufseher, der ihm das Essen brachte und auf seine Fragen so knapp als möglich antwortete, war der einzige Mensch, den er zu Gesicht bekam. Für etwas Kleingeld, das Igor ihm gegeben, hatte er ihm Tee und Zucker und für den Abend Licht verschafft. Aber der an Arbeit und Bewegung in der frischen Luft gewöhnte Mann fühlte sich in dieser tatenlosen Einöde bald unglücklich. Er konnte doch nicht den ganzen Tag lesen und grübeln und beten. Er hätte so gerne Arbeit, und wenn's die schwerste körperliche Anstrengung gewesen wäre, übernommen. Aber obwohl er dem Aufseher das wiederholt gesagt hatte, schien sich für ihn nichts zu finden. Nachrichten vom Hause hatte er in dieser Zeit nicht bekommen. Er wusste nicht einmal, ob sein Schwiegervater auch schon verhaftet sei oder nicht. Da, eines Tages hörte er eine laute Stimme in dem hallenden Korridor des Gefängnisses und schwere Schritte gleich darauf vor der Tür. Die Tür wurde aufgerissen und in derselben erschien eine große, vierschrötige Gestalt mit einer alten, befleckten Uniform bekleidet. Es war der Herr Gefängnisinspektor, dessen Antlitz es man von weitem ansah, dass er dem russischen Nationallaster auf das ausgiebigste gefrönt haben musste, denn seine Nase schillerte aus Rot in Violett. Er schrie Igor an. »Bist du der Stundist, der arbeiten will?« »Zu Befehl, euer Gnaden«, antwortete Igor freudig überrascht. »Na, was verstehst du denn? Ich habe früher immer solche Leute aus dem Gefängnis zu häuslichen Arbeiten angestellt. Und da ist mir gestern das Unglück passiert, dass die verdammten Schreiber und Juristen mir meinen Kutscher freigesprochen haben, nachdem er fast ein Jahr zu meiner Zufriedenheit bei mir gearbeitet hatte. Kannst gleich mitkommen. Und zwar machen wir das so, damit es kein Aufsehen gibt. Du bekommst den Schlüssel zu dieser Zelle und gehst jeden Abend ganz gehorsam hier hinauf schlafen. Den Tag über bist du im Stall oder hast mit mir auszufahren und wirst in meiner Küche essen. Aber du bist doch auch ein rechter Stundist? Wieso? Fragte Igor. Ha, das ist doch klar. Ich kann doch nicht jeden Gefangenen zu meinem Kutscher machen und mit ihm ausfahren. Da würde ja eine richtige Halunke bei der ersten besten Gelegenheit mit meinem Pferd und Wagen durchgehen und ich käme in die größte Verlegenheit. Aber der Stundist ist ein solcher verrannter Fanatiker. Er tut sowas nicht. Du musst mir den Beweis geben, dass du Stundist bist, dann sollst du für die Zeit, die du hier in Untersuchung bist, mein Kutscher sein und es gut haben. Ja, wie soll ich das beweisen? Fragte Igor lächelnd. Wie soll ich das beweisen, wenn meine rechten Richter es selbst noch nicht einmal wissen? Sonst hätte man mich doch gleich verurteilt. Der Inspektor überflog Igors Sachen, die auf dem Fensterbrett und auf dem Holzschemel neben der Pritsche lagen, zog dann die zusammengefalteten Blätter hervor, die aus den Bibelblättern zusammengeklebt waren, warf einen Blick darauf und lächelte befriedigt. »Seh schon, seh schon! Brief an die Römer, also Neues Testament! Du siehst, ich weiß auch etwas von eurer Lehre, denn warum?« »Ich habe hier schon mehrere Male solche Stundisten beherbergt, und es tat mir immer leid, wenn man die Kerle wieder wegschickte, denn zuverlässig und ordentlich waren sie alle. Nur noch eins. Bekehren sollst du mich nicht, wie es deine Vorgänger oft versucht haben. Du bist jetzt mein Kutscher, und wenn jemand dich draußen vor dem Gefängnis oder in der Stadt, während du auf dem Kutschbock sitzt, etwas fragt, dann sprichst du kein Wort. Verstanden?« »Zu Befehl, euer Gnaden!« »So, jetzt fort! Marsch! Die Pferde sind nicht geputzt und haben seit gestern Abend kein Futter gekriegt. Du wirst im Stall wohl alles finden, was nötig ist.« Wenige Minuten später stand Igor ganz glücklich über seine neue Arbeit im Stall und putzte die zwei Pferde des Inspektors. Das eine wurde zu Ausfahrten des gnädigen Herrn benutzt, mit dem anderen führte man allerlei Lasten, Provisionen und Ähnliches. Auf diese Weise, sagte sich Igor, kam er jetzt wie ein freier Mann in die Stadt und würde wohl auch Gelegenheit finden, etwas Näheres über die Seinen zu erfahren. Dem an tüchtiger Arbeit von morgens bis abends gewohnten kräftigen jungen Mann war das Maß von Tätigkeit, das ihm hier zugemutet wurde, eine reine Spielerei. Und so hatte er oft Zeit genug, auf dem Hof des Gefängnisses mit einem Aufseher oder Soldaten
oder den Gefangenen zu reden, die zum Holzkleinmachen kommandiert waren. Auch in die Küche des Gefängnisses musste er häufig gehen, wo wieder alle Angestellten Gefangene waren. Und mit all diesen Leuten gab es ganz von selbst Unterhaltung, die sich um die Hauptsache seines Lebens drehte. Lachte man ihn zuerst wohl aus. Ja, wollte mancher Raubmörder nicht so schlecht sein wie er, dass er sich von der Lehre der Heiligen Kirche entferne. So gewann er durch den Ernst seiner Überzeugung und die gewinnende Art seines liebenswürdigen Wesens bald die meisten für sich. Und es kam schon vor, dass er es wagen konnte, wenn der Herr Inspekteur schwer betrunken nach Hause gekommen war, seine Bibelblätter herauszuholen und daraus den Gefangenen vorzulesen. Wie ganz anders flossen ihm dann immer die Worte, wenn er so über einen Bibeltext sprechen durfte. Dann war auch jeder Widerstand verstummt. Kein roher Witz, keine gemeine Lästerung unterbrach ihn dann. Es war, als beugten sich diese rohen Gemüter unter der Wirkung des lebendigen Gotteswortes wie ein Ährenfeld vor dem Winde. So mochten etwa wieder 14 Tage vergangen sein. Da fuhr er eines Morgens mit dem Ökonomieverwalter des Gefängnisses auf den Markt, um die Einkäufe, die derselbe dort an Provisionen machen würde, heimzubringen. Da hatte er über eine Stunde in dem dichten Gewühl der feilschen und schwatzenden Marktleute neben seinem Fuhrwerk gestanden, als ihm aus dem gleichgültigen Gewirr der fremden Gesichter plötzlich ein Bekanntes auftauchte. Es war sein Nachbar, Nikita. Durfte er hier mit ihm sprechen und sich erkundigen, wie es seiner Frau gehe? Nikita kam ahnungslos in seiner Nähe vorbei und sah erst auf, als der wie ein Kutscher gekleidete Mann ganz leise seinen Namen flüsterte. Er riss die Augen auf und wusste offenbar nicht, wo er diesen Mann schon gesehen hätte, denn nach der russischen Gefängnissitte waren Igors Haare und Bart kurz geschoren worden. »Um Gottes Willen, sei vorsichtig, dass es niemand auffällt!« »Ich bin Igor Relidow.« »Um alles in der Welt, wo kommst du denn her?« fragte Nikita nähertretend mit erstauntem Gesicht. Igor erklärte ihm kurz die Gründe seiner scheinbaren Verkleidung und erfuhr nun, dass seine Frau wenige Tage nach seiner Verhaftung mit Hilfe des Onkels aufgepackt hätte, was nur transportabel war und zum Schwiegervater übergesiedelt sei. Das Vieh wäre zum größten Teil verkauft worden und die Futtervorräte desgleichen. Nur die besten Pferde und Zugochsen hatten sie vor die drei Lieferwagen gespannt, mit denen sie ihr Hab und Gut weggeführt hätten. Das Haus mitsamt dem Land, das sein Dorfanteil ausmachte, hätte der Sohn des Kirchenältesten fürs Erste gepachtet, weil er heiraten wollte und für seinen neuen Haushalt einen eigenen Hof brauchte. Nur die Pachtkontrakte mit den Ländereien der Umgegend seien noch nicht auf andere übergegangen, das hätte aber noch Zeit bis zur Frühjahrsaussaat. Von den Stundisten sei keiner weiter verhaftet worden. Nur hätte der Polizeichef sie alle zusammenrufen lassen und ihnen erklärt, so wie es dem Igor gegangen sei, würde es ihnen allen gehen, wenn sie von ihrem ruchlosen Leben nicht abstünden. Ein Versprechen, nicht mehr zusammenzukommen zum Lesen und Beten, hätte er auch verlangt. Aber da hätte der alte einäugige Grischa darauf erwidert, Euer Gnaden. »Haben die in der Schenke unterschrieben, dass sie nicht mehr saufen werden?« »Dummheit, nein«, sagte der Polizeichef. »Also«, fuhr Grischa fort, »solange die das Recht haben zu saufen, haben wir auch das Recht zum Lesen und Beten.« Es hätte darauf gleich wieder Verwicklungen geben können, wenn nicht der Pope sich ins Mittel gelegt hätte. Der muss wahrscheinlich den Polizeichef mit Geld bestochen haben, dass der die Sache nun ruhen lassen solle, denn der Pope rechnet mit der festen, schönen Einnahme, die er von den etwa 30 Seelen im Dorf bekommen würde. »Wieso feste Einnahme?« fragte Igor verwundert. »Nun, du hast doch den André zum Ältesten eingesetzt für uns. Der ist zum Popen gegangen und hat ihm einfach gesagt, es würde von jetzt ab für jede stundistische Seele ihm 10 Rubel jährlich bezahlt werden, solange er stillschweige.« Igor schüttelte traurig den Kopf, als er das Letzte hörte. »Das ist nicht Christi Weg, sich der Sünden der Ungläubigen teilhaftig zu machen. Außerdem, wie lange wird's dauern, so ist der Pope nicht damit zufrieden und steigert die Summe. Und wenn er schließlich dann solche Zahlungen verlangt, die ihr nicht leisten könnt, nützt dieses verwerfliche Mittel doch nichts.« Nikita lächelte schlau. Dafür hat André Rat gewusst. Er hat den Kontrakt mit dem Popen schriftlich gemacht.
Wie sie noch im besten Gespräch waren, tauchte die weiße Mütze des Verwalters in einiger Entfernung zwischen den Marktweibern auf, und Igor verabschiedete sich schnell von seinem Freunde, der weiterging, ohne sich auch nur nach ihm umzuschauen. Die Nachricht gefiel Igor nicht. Wer weiß, was da für ein Geist einriss, wenn man so leidensscheu wurde. Zudem hatte er noch keine Nachricht, ob sein Schwiegervater auch verhaftet sei oder nicht. Wenige Tage später fegte er die Straße vor dem Gefängnistor. Da bemerkte er einen Mann, der sich offenbar in der Nähe mit Absicht etwas zu schaffen machte. Wie die Schildwache, die nur 10 Schritte davon im Schatten der Mauer auf und ab ging, ihn wieder einmal den Rücken zukehrte, kam dieser Mann näher und flüsterte in dem schlechten Russisch, wie es die Juden sprechen. »Wollt ihr etwas verdienen und vorsichtig sein, dass nichts herauskommt? Dann kommt in den nächsten paar Minuten hinter die Hausecke, dass ich euch etwas abgeben kann.« Damit drehte er sich schon um und schlenderte davon, damit die Schildwache nicht Argwohn schöpfe. Ohne Aufsehen zu erregen, konnte Igor sehr gut die Straße bis an jene Ecke kehren, und wie er so weit war, machte er noch ein paar Schritte um die Ecke herum, und da stand richtig der Jude. Der Mann zog eilig ein kleines Paket aus der Tasche und sagte, »Hier sind Briefe und einige Kleinigkeiten darin für 2 Stundisten, die hier im Gefängnis sind. Der eine ist ein alter Mann mit weißem Haar und Bart und heißt Wassili Petrovich Kitenko«, so hieß Igors Schwiegervater, »und der andere ist ein junger Mann mit blondem Haar und Bart und heißt Igor Andrejewitsch Relidow. Wenn ihr ihnen die Sachen richtig abgebt und mir die Briefe von den beiden bis heute Abend 9 Uhr hierher schafft, so kriegt ihr 3 Rubel.« Igor lächelte und sagte, »Sehr schlau gedacht. Ich bin selbst Igor Relidow, aber die Antwort auf die Briefe will ich bis heute Abend verschaffen. Wahrscheinlich seid ihr von unserem Freunde Levi Herschel angestellt.« Der Jude nickte vergnügt, machte aber plötzlich kehrt und flüsterte im Fortgehen, »Seid auf eurer Hut! Es hat eben die Schildwache um die Ecke geguckt.« Als Igor nun mit seinem Besen wieder in die Nähe des Tors kam, sagte der wachhabende Soldat, indem er eine Hand ausstreckte, »Kamerad, wenn du dich bestechen lässt, dann will ich auch etwas davon haben. Wenigstens für einen Tag zu Tabak und Schnaps.« In der Überraschung gab ihm Igor 30 Kopeken und die Schildwache steckte sie dankend ein. Jetzt kam es drauf an, noch schnell zu erfahren, in welcher Zelle denn der Schwiegervater steckte. Und da musste Igor, obwohl er sich eben über die Bestechung des Popen im Heimatdorf geärgert hatte, wieder bestechen. Er suchte in der Mittagsstunde, wo die Schreibstube leer war, einen der Schreiber auf, gab ihm 1 Rubel und bat um Auskunft, wo der Gesuchte untergebracht war. Nach wenig Minuten war ihm der Flügel, der Stock und die Zellennummer bekannt. Und als Kutscher des Inspektors hatte er ja überall freien Zutritt. Es fiel ihm also nicht schwer, den Korridoraufseher des betreffenden Stockes mit einer Kleinigkeit zu bestechen, damit ihn derselbe für 1 Stunde in das betreffende Zimmer lasse. Das war eine Freude für die beiden Männer, als sie sich hier wieder sahen. Sie hatten sich so viel zu erzählen, dass sie erst im letzten Augenblick daran dachten, das heute erhaltene Päckchen zu öffnen. Es enthielt Briefe von ihren Frauen, einen Zeitungsabschnitt über Verhaftungen von Stundisten in größerem Maßstabe und einen Brief von Levi Herschel mit der Einlage von 60 Rubel, damit sie keine Not zu leiden brauchten. Der alte Müller war schon wenige Tage nach Igor verhaftet worden und hatte ebenso wie er keine Ahnung, wie lange sich ihre Sachen noch hinschleppen könne, bevor sie verhört oder vor Gericht gestellt werden würden. Nach dem Zeitungsblatt mussten mindestens noch 7 oder 8 Stundisten in diesem Gefängnis sein, und Igor beschloss herauszubekommen, wo die untergebracht seien, damit wenigstens ein brieflicher Verkehr zwischen ihnen möglich würde. Einige Tage später wurden die Stundisten zu einer Vormittagsstunde alle zusammen in die Amtsstube beschieden. Und wohl oder übel musste der Inspektor seinen Kutscher für diese Stunde beurlauben. Igor musste seine Arrestantenkleidung dazu anlegen und wurde mit den anderen in ein Gemach geführt, wo ein junger, intelligent und freundlich aussehender Pope auf sie wartete. Ein Soldat mit geladenem Gewehr stand am Ausgang dieses Zimmers. Wahrscheinlich zum Schutz des Geistlichen, wenn etwa die Gefangenen sich an ihm vergreifen würden. Der Geistliche aber sagte dem Soldaten, »Bitte, verlass das Zimmer, stell dich draußen vor die Tür. Ich habe mit diesen Leuten über ihre Seelen zu reden, wie in der Beichte.« Der Soldat gehorchte.
Nun setzte sich der Geistliche auf die Fensterbank und begann in der gewinnendsten, freundlichsten Weise, die verirrten und verführten Seelen zu ermahnen, doch alle Ketzerei zu lassen und in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückzukehren. Im Lauf seiner nicht ungeschickten und durchaus freundlichen Ansprache ließ er selbstbewusst mit unterlaufen, dass er von seiner Heiligkeit dem Erzbischof zum Missionar dieses Sprengels ernannt sei, die höhere Akademie in Petersburg absolviert habe und darum an Bildung und Kenntnissen ihnen allen weit überlegen sei, dass er auch durchaus nicht ein fanatischer und harter Anhänger von all den finsteren abergläubischen Ideen sei, die das einfache Volk sich so mache. Sie sollten nur vertrauend fassen zu ihm und sich mit ihm ganz brüderlich aussprechen. Dann wäre es vielleicht noch möglich, sie vor dem eigentlichen Schwurgericht und der voraussichtlichen Verschickung zu bewahren. Als er geendet, sahen sich die Schuldisten untereinander an, wer jetzt wohl berufen sei, ihm zu antworten. Igor meinte halblaut zu seinem Schwiegervater gewendet, er solle es tun, doch der nickte einem hageren, kränklich aussehenden Mann zu, dem offenbar das Stehen schwer fiel, denn er hatte sich in gebrochener Haltung an die Mauer gelehnt. Nach einigem Zögern nahm denn derselbe auch das Wort, und Igor merkte sofort an der Aussprache des Russischen, dass das ein gebildeter Mann sein müsse. »Wir danken Ihnen«, hob er an. »Wir danken Ihnen für die freundliche Art, in der Sie zu uns sprechen. Wären alle Dorfgeistlichen so gebildet wie Sie, und würden Sie alle ein wirkliches Interesse daran haben, uns zu gewinnen, so könnte es vielleicht anders stehen in Russland. Im Übrigen aber, nehmen Sie es nicht übel, liegt in dem, was Sie sagten, doch eine Art Beleidigung für uns, die wir zurückweisen, obgleich wir den verachtetsten Verbrechern gleichgestellt werden. Was denken Sie von unserer eigenen Überzeugung, die wir in schweren Seelenkämpfen errungen haben, obschon unsere ganze Erziehung und die ganze Art, wie die Kirche uns geleitet hat, derselben schnurstracks entgegenging? Haben wir aber einmal erst wirklich für unsere religiösen Bedürfnisse Frieden gefunden in dem Glauben an Jesu Christi, dann können wir uns weder durch ein Strafgesetz, das von Menschen gemacht und gehandhabt wird, noch auch durch menschliche Überredungskunst jemals davon abbringen lassen. Sie denken zu gering von unserer Herzensüberzeugung und zu hoch von ihrem eigenen Wissen und Können. Ich habe auch studiert. Und zwar auf der Universität, wo man doch wahrhaftig nicht weniger verlangt als auf ihrer Akademie. Und all mein Lernen und Studieren hat mich unglücklich und immer unglücklicher werden lassen. Ich habe dasselbe heimlich heulende Gewissen gehabt, wie Sie, Herr Magister, es eben haben, trotz Ihres freundlich lächelnden Antlitzes. Ich habe in Philosophie und Wissenschaften, in Genuss und Ehre überall nach Frieden gesucht und ihn nicht gefunden. Und als ich verzweifelt wie ein religiöser Nihilist, der nichts mehr hat und an nichts mehr glaubt, Moskau verließ, da stand mein Entschluss fest, mir so bald als möglich das Leben zu nehmen. Da kam ich hierher in den Süden und lernte einen einfachen Bauern, den Gärtner meines wohlhabenden Vaters, kennen. Der hatte Frieden, der hatte Überzeugung, der hatte religiöse und sittliche Kraft, und das alles hatte er gewonnen, allein durch die Hingabe seines Herzens an die Person unseres Erlösers, durch den Glauben an die freie Gnade unseres Herrn Jesu, die der Kernpunkt des wahren Christentums aller Zeiten gewesen ist. Von dem an lernte ich die Bibel als das einzige Buch brauchen, das unserem ruhelosen Streben endlich Frieden bringt. Gott sei Dank, ich habe Frieden gefunden, und ob man mich jetzt für die letzten Jahre oder Monate, die ich noch zu leben habe, nach Sibirien schickt oder im Kerker behält, das ist mir wirklich ganz gleichgültig. Mein Geist und mein Glauben kann niemand knechten. Ich bin frei heute hier im Gefängnis, in diesen Kleidern, freier als Sie, denn ich habe Vergebung meiner Sünden. Wenn einer von uns beiden in diesem Augenblick berufener ist, den anderen zu bekehren, dann bin ich es, denn ich habe, was die Religion den Menschen bieten will: Gemeinschaft mit Gott, Vergebung der Sünden, Frieden und Trost. Und das alles haben Sie nicht. Igor hatte bis hierher unverwandt den Redner angeschaut, der erst langsam und stockend,
dann aber immer bewegter und schneller gesprochen hatte. Hier aber sah er unwillkürlich den jungen Priester an, denn der hatte eine heftige Bewegung gemacht und war von der Fensterbank heruntergeglitten. Jetzt sah Igo, wie ihr Missionar die Farbe wechselte, wie er höchst verlegen nach Worten suchte. Als aber der Stundist ermattet schwieg, hob der Geistliche nach einer kleinen Pause an. »Das muss ich sagen. Sie fühlen sich von mir beleidigt, dass ich Ihre Überzeugung so gering achte, und Sie selbst üben eine schwere Beleidigung gegen mich aus, indem Sie mir an den Kopf werfen, dass ich den rechten Frieden nicht hätte.« Der kränkliche Stundist sah sein Gegenüber scharf an und sagte warm, »Väterchen, wollen wir uns nichts vorlügen. Können Sie eben vor Gott wie auf einen Eid uns die Versicherung geben, dass Sie Vergebung Ihrer Sünden haben, dass Sie die Gewissheit, ein begnadigtes Gotteskind zu sein haben, dass keine geheime Unlauterkeit und Unkeuschheit, kein frommer Betrug Ihr Gewissen belastet? Dann sind wir Brüder. Dann knien Sie mit uns nieder und wollen wir gemeinsam danken, dass uns Gott die Augen aufgetan hat.« Der Geistliche biss sich auf die Lippen und schien in der größten Verwirrung zu sein. Endlich meinte er unsicher, »Es ist eine gefährliche Lehre, wenn die Menschen auf ihre Gefühle oder ihre Einbildung vertrauen und dann meinen, es wäre zwischen ihnen und Gott alles in Ordnung.« »Nun, worauf begründen Sie und Ihre Kirche denn die Gewissheit der Seligkeit?« fragte der Stundist. »Aber man muss tun, was die Kirche vorschreibt.« »Ja, woher hat denn die Kirche diese Vorschrift?« fragte der Stundist weiter. »Von den Aposteln vom Heiland.« »Wo ist Ihnen denn das Wort des Heilandes und der Apostel sonst noch überliefert, als in der Bibel?« »Da kommen wir doch wieder darauf, dass die Bibel die einzige Richtschnur für uns alle ist. Und da steht geschrieben, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir müssen zu der Erkenntnis durchdringen, dass Gottes Geist uns treibt, dass wir Vergebung unserer Sünden haben und dann in der rechten Heiligung dem Ziele zustreben, dass wir das Vollmaß in Christo erreichen.« Offenbar konnte der junge Geistliche seinem Gegner nicht beikommen. Darum brach er die Unterredung ab und meinte, »Ich will in diesen Tagen wiederkommen und die Bibel mitbringen. Dann wollen wir die betreffenden Stellen, auf die ihr euch stützt, aufschlagen und besprechen.« »Tun Sie das, Väterchen«, sagte der Redner, »tun Sie das. Wir haben eine schöne gemeinsame Erbauungsstunde und vielleicht gefällt es Gott, den liebenswürdigsten russischen Priester, der mir in 40 Jahren begegnet ist, zu demselben lebendigen Glauben zu bringen, den wir gefunden haben.« Dem Priester schlug helle Röte ins Gesicht. Er murmelte etwas, was die Anwesenden nicht verstanden, und eilte mit flüchtigem Gruß davon. Dieser Besuch wiederholte sich wirklich. Und zwar dehnten sich die missionarischen Unterredungen mit den Ketzern oft über mehrere Stunden aus, so dass der Inspektor über den Glaubenseifer des jungen Missionars gewaltig fluchte, weil Igor dadurch zu spät an seine Pferde kam. Mehr und mehr merkten die Stundisten, dass ihr Bekehrer in eigene Gewissensnot hineinkam und manchmal so hilflos unter ihnen saß, dass jener gebildete Gutsbesitzer ihm vertraulich die Hände auf die Schulter legte und sagte, »Suchen Sie, beten Sie, den Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. Vielleicht braucht der Herr Sie, nachdem er Ihnen die Augen geöffnet hat, zu einer Reformation der russischen Kirche.« Plötzlich blieb der liebenswürdige junge Missionar fort, und die Stundisten errieten die Wahrheit, wenn sie sich sagten, der Erzbischof werde an dem veränderten Wesen des jungen Mannes wohl gemerkt haben, dass er in der Gefahr stehe, selbst ein Ketzer zu werden, und darum ihm verboten haben, die Stundisten zu besuchen. Oder aber man hat ihn schleunigst in irgendein Kloster gesteckt, damit er durch den Ernst dieser Strafmaßregel von der Wahrheit der Kirchenlehre überführt würde.